Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn das letzte Secret hier irgendwie zwischen den Kisten wäre. Auch schade. Dabei wäre das eigentlich so eine schöne Ecke, um Items zu verstecken. Ich glaube, das, was wir einsammeln müssen, haben wir... Ja, haben wir eingesammelt. Dann bereiten wir uns jetzt wenigstens auf die lange Tauchtour vor. Nachdem wir diese fragwürdige Munition nochmal aufgehoben haben. Die komischerweise im Inventar nicht verzeichnet ist. Und, ja. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Das sind schon wieder diese blöden... Harpunen-Freaks. Okay, Moment. Speichern. Und es geht weiter. Ja. Ich bin jetzt aber sicher, wir haben jetzt das letzte Drittel des Levels betreten. Das heißt, so lange wird dieses Level nicht mehr sein, zum Glück. Aber wir befinden uns jetzt im Grunde hier in einem Unterwasserlabyrinth. Ja, mehr oder weniger, wenn man das als Labyrinth betrachten will, aber... Nun... Ich werde hier auf jeden Fall mal noch in alle Gänge durchgucken müssen. Wenn ich schon das letzte Secret haben will. Los, hol Luft, Lara! Nein, oh nein. Doch, oder? Hast du getroffen? Hast du getroffen? Du hast nicht getroffen? Ja, aber natürlich hast du das Krokodil jetzt nicht kaputt bekommen. Ach, Mädchen. Auch interessant, wenn man die Harpune über Wasser hört, ist es der normale Harpunen-Sound, aber unter Wasser ist es der Desert Eagle-Sound. Nur das Krokodil macht auch alte Opa-Sounds. Na gut, das musste ja jetzt in die Hose gehen. Wenigstens kann ich schon mal die Stellen abhaken, was ist denn mit dem Krokodil jetzt los? Es bewegt sich nicht. Natürlich ist mir das lieb, aber... Warum? Völlig stoned. Naja, egal. Naja, mir fällt gerade ein, genauso wie in Tomb Raider 2 haben wir auch hier in dem Spiel nochmal... Okay, der Taucher ist auch stoned. Geil. Also wie in Tomb Raider 2 haben wir auch hier in Tomb Raider 3 nochmal, glaube ich, ein oder zwei Levels, wo wir ohne Waffen sind. Und in einem wird uns sogar die Ammo entzogen. Also die ganze Munition, alles weg. Die ganze Sammelarbeit für nix. Mal sehen, wann das eintritt. Und ob ich mich darüber ärgern werde, wie verrückt. Das letzte Secret ist gefunden! Okay. Es hat sich gelohnt. Überall nachzugucken. 5 von 5. Erstklassig. Das ist nicht Lara, die diese Atemgeräusche macht und... What? Wir kriegen hier die Pistolen nochmal? Okay. Aber die haben wir ja schon. Das ist weird. Hier unten war ich noch nicht, ne? Oder? Sag mir nicht, dass ich mich irre. Ah nein, ich irre mich nicht. Zieh, Lara, zieh! Ja, genau die Tür, die ich brauche. Komme ich durch die Tür? Ja, ne? Natürlich sollte ich das. Bitte nicht schießen. Und hier bin... Ja, das führt uns jetzt rauf zu dem... Zu der Gegend, wo wir... Ja. Wo wir zumindest dem Levelende näher kommen. Aua! Blöde Nadeln. Ach ja, und es sind unverschämt viel mehr Gegner jetzt unterwegs. Naja, aber freundlicherweise ist das Krokodil und der eine Taucher noch festgewachsen wie... ja. Mir fällt nichts ein.
Und rauf den langen Gang. Desert Eagle Munition, die brauche ich ganz, ganz dringend. Ich habe Desert Eagle Munition immer für den Final Boss aufbewahrt. Aber jetzt fällt mir gerade ein. Wir haben ja schon als erstes Level die Meteoritenhöhle gemacht, also da, wo man den Final Boss antrifft. Aber den Final Boss, also diese Spinne, haben wir nicht angetroffen. Jetzt frage ich mich, wird man den noch antreffen? Ganz, ganz random als Gegner, weil der ist wirklich absolut tödlich. Dem darf man niemals zu nahe kommen. Denn egal, was man macht, der one-shottet einen. Und, ja. Wenn der so ganz random als Gegner auftauchen würde, habe ich ein Problem. Es sei denn, man würde seinen komischen Angriff mit der blauen Flamme deaktivieren, dann wäre ich nicht zumindest. Wäre ich zumindest nicht One-Shot. Ach du Schreck! Eine Tiefe oder so. Hier ist das Schlüsselloch. Hoffentlich passt er rein. Ja, passt rein. Wir sind wieder voller Energie. Ja, mir fällt auf, ich habe bis jetzt auffällig wenig Medipacks verbraucht. Bis jetzt nur ein kleines. Vielleicht habe ich bis jetzt ja auch nur Glück. Oh Gott. Mein Gott. So, straightforward. Wir haben jetzt keine Zeit, um Luft zu holen. Denn der Raum, wo wir normalerweise Luft holen, ist jetzt nicht mehr da. Und jetzt geht's nur noch nach oben erneut. Oh Gott, Lara. Bitte halte durch. Das musst du jetzt durchhalten. Bis da ganz rauf. Komm schon! Ja! Ja! Perfekt. Du bist mein Mädel. Lass sehen. Lass sehen. Nein! Bye bye! Fahr schön in den Himmel oder sonst wo. Wo ist die Tür? Ich bin mir sicher, die war ganz hier in der Nähe. Oh Gott, ich hoffe, ich habe sie nicht übersehen. War hier nicht zufällig das Levelende jetzt? Ich meine, es würde mich freuen. Oh. Oh, doch, ja, hier ist das Levelende. Und tada, hier ist die Tür. Mit zahlreichen Belohnungen, oh ja. Das macht so einiges wieder wett. Meine Güte, das ist geil. Ja, so langsam können wir auch mal hier von den Waffen mal was verbrauchen. Oder von Gebrauch machen. Ja, genau so lobe ich mir das. Lots Gate ist vorbei. Ja, wie sehen eigentlich die Zwischensequenzen aus? Sind die auch irgendwie anders? Ah, Miss Croft. I take it you're ready to sign on. To what? Well, my books. You see, with your lifestyle, you'd be... Naja, nicht wirklich. Ja. Da wären wir. Wir sind im ersten Level, dem Dschungel, mit mal wieder der geilsten Skybox überhaupt, die so wunderschön hier reinpasst. Und ja. Dann machen wir mal hier wieder Action. Wie heißt das Level? Rolling Stones. Und wie viele Secrets? Gar keine. Oh. Okay. Also, wir könnten jetzt praktisch gesehen hier die Speedrun-Taktik hier nutzen, um hier durchzukommen.
Oh, und ich habe keine Waffen. Das würde ich vielleicht sogar dann begrüßen, die Speedrun-Taktik zu nutzen, vorausgesetzt, sie gelingt mir. Denn wie gesagt, ich bin jetzt niemand, der hier die ganzen Bugs, Glitches und Shortcuts hier gemeistert hat in diesem Spiel. Aber mal gucken, ja. Aber das Level sieht so geil aus. Oh, was haben wir da? Nein. Nein. Fass mich nicht an. Gib mir den Raketenwerfer. Oh nein, warte mal, ich muss da lang, da lang, da lang. Da ist doch noch sowas Schickes einzusammeln. Normalerweise. Nichts hier? Okay. Na gut. Vielleicht lohnt es sich ja doch mal kurz in viele andere Ecken reinzugucken in diesem Level. Weil, wenn man nochmal an die Waffen kommen könnte, wäre das natürlich sehr von Vorteil. Aber ja, ich will natürlich nicht aufgemischt werden von den ganzen Baddies. Oh, Uzis, Uzis, gib her, gib her. Naja, wir können uns ja jetzt doch schon ein bisschen wehren. Wie viel haben wir von den Uzis? 160. Also wenn ich es irgendwie schaffe, hier da so über diese Rampe zu springen, könnte man da so schön zum Ende des Levels schon rüberkommen, aber es ist mir nie oft gelungen, ehrlich gesagt. Tust du mir was? Hoffentlich nicht. Komm nicht zu nah, bitte. Du darfst dich gern rumbewegen, wie du willst, aber bitte greif mich nicht. Nein, das wagst du nicht. Doch, er macht es. Dieses Schwein. Dieses Schwein. Was habe ich dir denn getan? Sonst bist du doch immer so nett zu mir. Und kümmerst dich um die ganzen Area 51-Gauner, die mich da immer nerven. Und der kann mich tatsächlich überall hin verfolgen. Das gibt's nicht. Naja, bis ins Wasser. Oh, großes Medipack. Das kann ich schon gebrauchen. Oh, Schrotflinte. Schrotflinte, oh, danke. Ich kann ich auch gebrauchen jetzt. Aber wo finde ich meine Pistolen? Und die Desert Eagle wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn ich erfahre, wo die ist. Ich glaube, das ist ein super Thumbnail. Und was sehe ich denn da? Die Harpune! Her mit dem Ding. Auch wenn ich sie vielleicht nicht so oft gebrauchen kann, aber ich bin froh, dass sie wenigstens wieder zu mir zurückfindet. Oh ja. Da sind sie, die Pistolen. Jetzt kann ich wieder ballern, wie ich will. Ohne Munition zu verbrauchen. Na, wer will Stress haben? Du, ne? Du bist auch so einer von diesen Schlägertypen, die mir Übles wollen, ne? Ja, sieh mal an, wir finden sie hier sogar zweimal? Oh mein Gott! Nein. Du hast mir doch schon in Lutzgate hier so ein bisschen, ja, bisschen Spannung reingebracht, aber hab nichts dagegen, wenn du hier nochmal reinkommst. Ganz ehrlich, dieser Gegner sieht echt cool aus.
und hat für mich sogar irgendwie einen tiefgründigen Charakter für das Spiel. Und das passt doch so gut in die Atmosphäre hier rein. Ich liebe orangene oder abendstimmige Skyboxes, ganz einfach. Ich glaube, das habe ich aber schon öfter gesagt. Einfach unvergesslich für mich. Normalerweise würden hier ein Haufen Affen überall im Level verteilt lauern. Aber die wurden komischerweise ausgetauscht gegen diese Schlägerbande. Und, aha, da haben wir sogar noch einen Mitarbeiter von der Area 51. Oh mein Gott. Wundervoll. Das muss ich mir jetzt anhören. Ohne gestört zu werden, bitte. Danke. Wundervoll. Meine Stimmung wird immer besser durch dieses Level. Das muss ich sagen. Ja. Und die Schlange muss einem natürlich diesen Moment ruinieren, ne? Gut, die Schlange ist erledigt. Dann wird die mir jetzt die Stimmung nicht mehr vermiesen. Aha. Okay. Also ist kein Affe, dafür aber ein Schläger mit einem mit einer Nagelkeule. Der ist aber auch nicht lieb zu mir, oder? Nee, ne? Der will jetzt unbedingt mir schaden, ne? Ja, mach mal die Biege, danke. Was fehlt mir jetzt eigentlich noch alles an Waffen? Desert Eagle und MP5. Ja, zwei Waffen, auf die ich eigentlich nicht verzichten kann. Den Stacheln liegt aber nichts, oder? Nee. War eigentlich auch noch ein gutes Versteck für irgendwelche Items. Oder Schlüssel-Items, wenn man so will. Und ich höre sie schon. Reingelegt. Okay. Moment mal, diese Fisch-Sounds zu hören, ist wundervoll. Gerade in diesem Level, also das Level wird immer besser. Und wir kriegen, ich sehe von hier gerade, hier liegen nochmal die Pistolen, die heben wir jetzt gleich zum dritten Mal auf. What? Ich bin gerührt, dass hier das Level so gut für uns sorgt. Aber ich bin trotzdem überrascht. Nee. Das lässt du sein. Böse, böse. Tja, dann her mit dem Dreierpack. Oh oh. Irgendjemand ist wieder unterwegs. Und stöhnt hier
rum. Es ist Winston? Ja, hallo. Du solltest doch zu Hause sein. Schießübung mache ich nicht mitten im Abenteuer. Geil. Ach Mensch, das macht so Laune. Nicht nur das Level, sondern der Randomizer auch. Es ist einfach wundervoll.